Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Maria Banscher und lebe am schönen Niederrhein. Ich bin Mutter von 4 Kindern. Ich bin Autorin im privaten Bereich und ich bin Künstlerin im boyschen Sinne. Seit einigen Tagen bewegen mich zwei Geschichten, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Wir alle sind herausgefordert in den letzten anderthalb, 2 Jahren, ganz besonders auch in den letzten Wochen durch die große Flut, im Vorfeld durch Corona. Und beide Ereignisse haben uns gefordert, uns mit dem Thema Hoffnung auseinanderzusetzen. Immer einmal wieder war man an dem Punkt angelangt, die Hoffnung zu verlieren. Ich selbst bin zum Glück weder mit dem ersten noch mit dem zweiten Thema in enge Berührung gekommen. Aber es gibt viele Menschen, für die wir hoffen, die wir bemitleiden, betrauern, die wir gerne unterstützen möchten. Aber jetzt zu meinen Geschichten. Wie die meisten von uns habe ich die Ereignisse der vergangenen Wochen über alle Medien verfolgt. Unter anderem habe ich im Fernsehen ein Interview gesehen mit einem Mann, das mich zutiefst berührt hat. Dieser Mann, der stand auf seiner Schaufel abgestützt. Das Leben hat sich in gewisser Weise schon in sein Gesicht gezeichnet. Und die vergangenen Wochen haben das Übrige getan. Er war schlammbespritzt und stand bis zu den Knöcheln im Schlamm, im Wasser. Und er erzählte von seiner Existenz, die in Trümmern lag. Er erzählte, wissen Sie, noch vor wenigen Tagen, immer wenn ich abends nach Hause kam von der Arbeit, müde, das Erste, was ich tat, war, meinen Ehering abzulegen. Ich legte diesen Ring auf eine Kommode, die im Flur stand. Jeden Abend. Und dann kam die Flut. Die Kommode stand nicht mehr an ihrem angestammten Platz. Und auch war der Ehering nicht mehr an diesem Ort. Der Mann, der interviewt wurde, der einfach erzählte, seine kleine Geschichte erzählte, hatte Tränen in den Augen. Und ich denke, die meisten der Zuhörer auch, gerade auch, als er weiter erzählte. Und Sie werden das nicht glauben, sagte dieser Mann. 2 Tage später bin ich auf die gegenüberliegende Straßenseite gegangen, wo das ganze Gerümpel stand. Der Sperrmüll, der abgeholt werden wollte, alles Schlamm gedrängt, Schlamm und Wasser gedrängt. Und da, im Schlamm, auf der Straße, da lag mein Ring. Als er das erzählte, weinte er. Und ich weinte auch. Und ich denke, viele tausend Menschen, die das gesehen haben, die weinten auch. Dann sagte er, ich bin so dankbar, ich bin so wahnsinnig dankbar dafür, dass ich mit dieser Frau zusammen sein darf, dass gerade sie meine Frau ist. Und ich werde diesen Ring nie wieder ablegen. Seine Hände zitterten stark, als er sie aus seinen Handschuhen zog, die er vor dem Schlamm, vor dem Dreck, vor dem Müll geschützt hatte, und zeigte dem Publikum zitternderweise diese Hand. Und er sagte, diesen Ring, den werde ich bis zum letzten meiner Tage tragen, den werde ich nie wieder ausziehen. Er erzählte von einem Wunder und betitelte es auch als Wunder. Und es war ein Wunder.
Und so wurde ich erinnert an meine eigene Geschichte. Das ist die zweite Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzählen möchte zu dem Thema Hoffnung, die man nie aufgeben darf. Und wenn es noch so unmöglich erscheint, wenn man glaubt, nein, es ist, ja, es ist schon einige Jahre her, um genauer zu sein, so circa 15 Jahre. Vor 17 Jahren hat sich mein Mann entschlossen, nach 6 Monaten unserer Hochzeit, sich in seinen Wagen zu setzen und nicht mehr nach Hause zu kommen. Nein, er ist nicht einfach Zigaretten holen gefahren. Er ist in den Wald gefahren und hatte sein Fahrzeug abgedichtet, hatte seine Lieblingsmusik in den Kassettenrekorder geschoben und hatte 1-2 Atemzüge genommen, bis er wahrscheinlich ohnmächtig wurde. Stunden später wurde er gefunden. Warum ich Ihnen dieses Private erzähle, es hängt damit zusammen, dass mein Mann mir ein Geschenk gemacht hat, ganz zum Anfang unserer Beziehung. Das war eine kleine Holzkiste. Er hatte sie mit großer Freude an mich weitergegeben. Er sagte, Maria, hier kannst du unsere Liebesbriefe verstauen. Wir hatten uns Briefe geschrieben und ich bilde mir ein, es waren schöne Briefe. Er wollte immer schreiben und das spürte man, das las man, ja. Ich schaute diese Kiste an, mehr fassungslos als freudig. Diese Kiste sah aus wie ein kleiner Sarg. Dann sagte ich zu ihm, ich kann doch unsere Liebesbriefe nicht in einen Sarg betten. So tauschten wir diese Kiste um. So fassungslos wie ich war, war er natürlich auch. Er dachte, ich freue mich, ja. Wir tauschten es um in einen Ring mit einem Onyx. Dieser Onyx war circa 1 Zentimeter mal 0,5 Zentimeter. Ja, und so 1-2 Jahre später hatte ich diesen Ring an. Da war mein Mann schon tot und war in Trier eingeladen und war einkaufen gegangen. Ich war ruhelos, ich musste in dieser Stadt in Bewegung sein. Ich wollte mir einfach noch irgendwie die Stadt anschauen und Eindrücke einfangen. Und in einem Laden stellte ich plötzlich fest, dass der Stein aus diesem Ring, dem ersten Geschenk von meinem verstorbenen Mann, verschwunden war. Er ist aus der Fassung geraten, ja. Ich war entsetzt. Ich geriet in gewisser Weise in Panik. Es war das erste Geschenk und betrauert man eine Person, die man liebt, so wird man sonderbar für andere, für Außenstehende, unbegreiflich. Eine Idee von Wahn, die einen befällt, ja? In solchen Dingen wie eben diesen verlorenen Stein. Man kann doch nicht auch das noch verlieren. Man hat doch schon den Mann verloren. Was habe ich gemacht? Natürlich hatte ich mich erst umgesehen im Umfeld und da war der Stein nicht. Ich wusste auch nicht, wo ich ihn schon verloren hatte. Ich war ja schon in vielen Geschäften. Und so lief ich von Laden zu Laden, ging in jeden Laden, erzählte jedem diese Geschichte von dem verlorenen Stein mit der Bitte, 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 wenn Sie diesen Stein finden, rufen Sie diese Nummer an. Dieser Stein ist mir so viel wert. Auf dem Weg zu den einzelnen Läden blickte ich immer auf diese großen Pflastersteine, die man in Trier finden darf. Ich versuchte so in etwa diesen Weg einzuhalten, den ich gegangen war. Die unterschiedlichsten Leute, waren sie gewandelt in Wolle, in edler Wolle, die ja, vielleicht in Irland gewebt wurde, oder waren sie gekleidet in ein bisschen von Nylon? Ganz gleich welchen Standes, sie waren alle berührt von dieser Geschichte und alle versprachen sie mir. Natürlich, natürlich, heute Abend beim Putzen passen wir auf. Nein, 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 wir verwenden keinen Staubsauger, wir werden kehren, ja. Ja, und so lief ich die Straße hoch und lief die Straße wieder runter und ich blickte in die Fugen, ich blickte zum Himmel und sagte zu meinen Lieben, die da oben schon versammelt sind, ja, Leute, Gott, auch du,
Ich werde diese Stadt nicht verlassen, nicht eher, bevor ich diesen Stein gefunden habe. Wir dürfen uns daran erinnern, der Stein ist 1 Zentimeter mal 0,5 Zentimeter. Ja. Dann kam ich wieder an diesem Laden vorbei, in dem ich ursprünglich war. Ich war zwischendrin noch zweimal da drin, ja. Und dann blieb ich abrupt stehen. Ich wollte gar nicht stehen bleiben. Ich blieb einfach abrupt stehen und blickte zu diesem Laden nach drüben. Und es war ein Samstag, da war die Hölle los. Und ich sagte, Gott, du willst jetzt nicht, dass ich da nochmal reingehe. Warum? Ich war da schon. Mehrfach. Na gut. Ich ging nochmal in diesen Laden. Es war wirklich so voll ein Gedränge vor der Kasse in dem Bereich, wo ich war. Ein Stupser genügte, um mich in ein Regal zu buxieren, beziehungsweise in den Gang zwischen zwei Regalen, in dem ich eigentlich überhaupt nicht war. Mein Kopf fiel nach vorne, mein Blick nach unten und da lag dieser Stein 1 Zentimeter mal 0,5 Zentimeter groß. Und das war mir eigentlich schon vorher klar. Dieser blöde Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt, werde ich jetzt nicht sagen, ja. Aber ganz gleich, wie unmöglich das Leben erscheint, wie unmöglich das Schicksal, mit dem wir uns auseinandersetzen, egal mit welcher politischen Situation, bitte, gib die Hoffnung nicht auf. Vielen Dank.